enthielt er eine Entwicklerflüssigkeit, die in Fotosatzmaschinen verwendet wird. Die Täter hatten jedoch Benzin in diesem Kanister. Die chemische Untersuchung hat ergeben, dass dieses Benzin in Österreich gekauft sein muss. Vielleicht erinnert sich ein Tankwart, dass er den Kanister vor dem 29. April 1983 gefüllt hat. Beim Kanister lag dieser etwa 60 cm lange Holzstab mit dem Stück einer aufgesetzten weißen Fellrolle, wie sie zum Beispiel zum Streichen von Heizkörpern verwendet wird. Völlig offen ist bis heute auch die Frage, wie die Täter ihre Flucht fortgesetzt haben, nachdem sie sich jeweils der Autos entledigt hatten. Vielleicht kann einer unserer Zuschauer der Polizei einen Hinweis darauf geben. Es wäre zum Beispiel denkbar, dass sie ein Fahrzeug in der Nähe der Auffindeorte abgestellt hatten oder dass sie vielleicht auch als Anhalter weitergefahren sind. Die Tatwaffe aus den Fällen Struy und Brockmann könnte heute noch im Besitz der Täter sein. Es handelt sich um eine französische Armeepistole aus dem Zweiten Weltkrieg, Typ MAB Brevet, Kaliber 7,65. Für Hinweise, die zur Aufklärung dieser Mordserie führen, sind Belohnungen von insgesamt 40.000 Mark ausgesetzt. Hinweise zum gesamten Ermittlungskomplex nimmt die Kripo in Nienburg entgegen oder jede andere Polizeidienststelle. Vielen Dank, Frau Schmandt. In unserem nächsten Fall, den wir für die Kripo in Koblenz ausstrahlen, geht es um einen Mann, der als hochkarätiger Wirtschaftstäter gilt. Betrug, Urkundenfälschung und Konkursvergehen werden ihm vorgeworfen. Sein Name? Josef Lehmann. Als Gründer und Geschäftsführer einer inzwischen in Konkurs gegangenen Weinhandelsgesellschaft soll er mehrere Gläubiger mit Hilfe gefälschter Wechsel um rund 1,9 Millionen Mark betrogen haben. Kurz bevor das Vergleichsverfahren für seine Firma beantragt wurde, setzte sich Josef Lehmann im November 1981 ab. Vielleicht hat er im benachbarten Ausland in Begleitung seiner Frau und eines vierjährigen Jungen Unterschlupf gefunden. Josef Lehmann ist 44 Jahre alt, 1,79 groß und schlank. Er hat dunkle Haare, grau-grüne Augen. Ob er den Bart heute noch so trägt wie auf diesem Foto, ist nicht bekannt. Für Hinweise, die zu seiner Festnahme führen, ist eine Belohnung von 2000 Mark ausgesetzt. Zuständig ist die Kripo in Koblenz. Bevor wir Sie noch in zwei weiteren Fällen um Ihre Aufmerksamkeit bitten, zunächst zu den Zuschauerreaktionen. Zuerst Wien. Wir hatten ja von dort einen Filmfall und auch in der Mordserie gab es mit dem Benzinkanister eine recht interessante Spur nach Österreich. Bitte, Peter Niedetzky. Nun, die Spur in Richtung Benzinkanister oder umfunktionierten Entwicklungsplastikkanister ist sicherlich möglich, aus Österreich zu kommen, aber es ist erst knapp 2 Minuten her. Es läuten die Telefone, vielleicht mehr in der zweiten Sendung. Wir bekamen einige Hinweise auf diverse private Schmuckverkäufe oder angebotenen Schmuck, denen im Einzelnen noch nachgegangen werden muss, in Bezug auf die Einbrechserie in Wien. Und dann gab es einen recht interessanten Anruf eines österreichischen Zuschauers, die unbekannte Tote aus München, die noch nicht identifiziert werden konnte, betreffend. Er glaubt, dass eine Frau damit gemeint sein könnte, die er gut kennt, weil die Ähnlichkeit da ist, die mittlerweile auch verschwunden ist. Aber auch hier wird man erst Nachforschungen anstellen müssen. Vorläufig alles aus Wien, aber vielleicht, wie gesagt, zu diesem Benzinkanister mehr in Sendung Nummer 2. Ja, vielen Dank, Peter Niedetzky. Für die Schweizer Behörden hatten wir hier heute eine Fahndung nach zwei Ausbrechern. Wie sieht's aus, Konrad Höns? Gibt es dazu Reaktionen? Ja, Eduard Zimmermann, abgesehen von vereinzelten Hinweisen zu den verschiedenen Fällen, konzentrierte sich hier das Schwergewicht der Meldungen auf die Fahndung nach den zwei von den Aargauer Strafverfolgungsbehörden gesuchten Ausbrechern, nämlich dem Schweizer René Rolli und dem Türken Ali Sehn. Und dazu kann ich ein einziges zurzeit sagen, nämlich es sind Überprüfungen im Gange. Ja gut, das ist immerhin etwas. Vielen Dank, Konrad Hens. Und hier in München, Irene Kampriger, da liegt das Schwergewicht der Hinweise doch sicher auf der Mordserie Norddeutschland. Dazu kann ich eigentlich im Moment noch gar nicht allzu viel sagen. Die ersten Hinweise sind gerade erst eingegangen und werden von den beiden Sachbearbeitern hier im Studio ausgewertet. Die meisten Hinweise gingen bis jetzt zu der unbekannten jungen Frau ein, die am vergangenen Mittwoch im Englischen Garten ermordet aufgefunden worden ist. Inzwischen hat die zuständige Kripo München sowohl hier im Aufnahmestudio als auch auf der Dienststelle einige Frauennamen vorliegen, die nun überprüft werden müssen.
Da sich die Identifizierung so langwierig gestaltet, ist nicht auszuschließen, dass es sich bei der jungen Frau um eine Touristin handelte. Einen entsprechenden Hinweis dazu gibt es bereits. Jetzt aber zu dem ersten der beiden Fälle, die Eduard Zimmermann schon angekündigt hat, und zwar für die Kripo in Heppenheim. Im dortigen Zuständigkeitsbereich hat ein Mann am 16. Juni 1983 eine Bankfiliale in Lampertheim überfallen und ist dabei mehrfach von der automatischen Kamera fotografiert worden. Frage: Wer kennt den bisher unbekannten Bankräuber? Er wird folgendermaßen beschrieben: Etwa 58 Jahre alt, ca. 1,80 groß und schlank. Er hat graue, kurzgeschnittene Haare und sprach Hochdeutsch mit leicht norddeutschem Akzent. Er trug eine Sonnenbrille. Für Hinweise, die zur Identifizierung und Festnahme des Täters führen, ist eine Belohnung von 1.000 Mark ausgesetzt. Zuständig ist die Kripo in Heppenheim. Ja, vielen Dank, Irene Kampreger. So, und jetzt der letzte Fall für heute. Die Kripo Bielefeld fragt, wer kennt dieses Auto? Einen roten Ford Escort mit dem Kennzeichen W, also Wuppertal, JW912. Der Wagen wurde am 28. April 1983 bei einem bewaffneten Banküberfall in der Nähe von Büren benutzt und wenig später zurückgelassen. Die Polizei hat ermittelt, dass die Täter das Fahrzeug wahrscheinlich 7 Wochen besessen haben. Es wurde nämlich am 6. März, also am Tag der Bundestagswahl, auf dem Gebrauchtwagenmarkt im Autokino in Essen verkauft. Wahrscheinlich an die Täter. Leider konnte der Käufer, der das Fahrzeug dann nicht wie vereinbart umgemeldet hat, bisher nicht festgestellt werden. Die Polizei fragt deshalb, wo war dieser rote Ford Escort in der Zeit vom 6. März bis zum 28. April 1983 abgestellt und wer hat ihn in dieser Zeit besessen? Hinweise bitte an die Kripo in Bielefeld, an jede andere Polizeidienststelle oder eines unserer Aufnahmestudios. Das waren wieder 7 neue Fälle, meine Damen und Herren, in denen die Kriminalpolizei Sie um Ihre Mithilfe bittet. Ob Ihre Hinweise den zuständigen Beamten hier im Studio weiterhelfen können, darüber werden wir in knapp 2 Stunden vielleicht schon etwas mehr wissen. Für diejenigen unter Ihnen, die unseren Bericht über die Zuschauerreaktion nicht mehr sehen können, hier schon der Termin unserer nächsten Sendung. Sie ist am 7. Oktober 1983, also in genau 5 Wochen. Bis dahin, auf Wiedersehen.